Bitte sterben, danke. Sterben, danke, danke, danke. Da lang. So, haben wir noch mehr? Jetzt. So, hier haben wir, glaube ich, gleich so einen komischen Typen in der Wand oder sowas war das. War das hier? Das war doch irgendwo. War das denn da? War doch irgendein Typ in der Wand, oder nicht? Hier war der. Genau. Das ist irgendwie der Geist von, weißt du, dass du da bist. Geist von John Silver. Ordensbruderschaft von Silver. Melody. Wer hätte gedacht, dass das Böse, das ich in ganz Endrod gesucht und bekämpft habe, so nahe bei mir zu finden wäre? Gerard Black. Was? Black Games. Oder so. War einst mein Stellvertreter. Nicht lange bevor er mich ermordet hat, hat er mit dem Tempel von Bar Kontakt aufgenommen und von ihnen Ziele für unseren Orden erhalten. Am Ende war ich eines der Ziele und Gerard hat die Kontrolle über den Orden übernommen. Jetzt sind die Silberhelme ebenso böse wie die Leute, die sie jagen. Ich bin sicher, der Tempel von Bar ist dafür verantwortlich. Zur gleichen Zeit fing Gerards Bruder Markus der Hexer an, die Silberhelme mit hochwertigem Material zu versorgen. Das letzte, was ich gehört habe, war, dass Markus jemanden in einer Schmiede auf einer Insel östlich von hier assistiert. Melody, danke, dass du meine Nichte gerettet hast. Hinter dieser Wand ist ein geheimer Raum, den ich sogar vor Gerard geheim gehalten habe. Nimm dir, was immer du brauchst. Es ist mir lieber, du hast es, als dass Gerard bekommt. Ankh. Gerard hat ein Ankh mit seinem Namen darauf, das ihm von einem Priester von Bar gegeben wurde. Ich weiß nicht genau, wofür das Ankh benutzt wird, aber es identifiziert ihn vielleicht als Freund von Bar. Ist es nicht sogar eine Quest? Ich glaube, da waren sogar Gegner, wohl geheim gehalten. Sag ich doch. Total dumm. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Geh, 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 geh. Na komm. Sterb doch einfach für mich. Hast du gar keinen. Das heißt, es wird hier einen Veteran oder sowas geben, der dann Gerard darstellen soll. Der halt dann ein bisschen mehr aushält. Und so weiter und so fort. Brrm, brrm. Gut, Gold. Ich würde gerne Schwerter haben eigentlich. Ja, wow. Aha. Hervorragende Sache, Bruder. Es freut mich sehr, dass du mich so ausgezeichnet ausrüstest. Das ist atemberaubend. Es ist wunderschön, was du mir hier gibst. Supi. Freut mich sehr. So. Der Typ ist scheinbar weg. Na komm, einfach sterben. Hilfe. Ja, wieder sie. Mit voll gesammeltem Gesicht schreit hier rum. So, oh, Veteran. Zwei Veterans. Geh, 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 geh. Hauptsache so eine Schwertscheide am Start. Ich glaube, der hat sogar ein Schwert, aber Hauptsache, verpiss dich mal. Mit einer Axt kommt fight. Da kann ich nichts machen. Jetzt bin ich mal gespannt. Repariert. Ja, super. Repariert. Super. Du bist ein echt toller Typ. Bist du es? Kettenrüstung. Ah. Cool. Cool, cool. Map. Map. Warum ist da auch immer so viel Platz dazwischen? Verstehe ich nicht. Das Zeugs hier. Warum?
ordne ich das so schwul an. Weil dann könnte hier nochmal so ein Ding reinpassen. Da haben wir sogar noch mehr. Das ist sogar noch zu groß. Ich weiß es nicht. Warum weint der immer, wenn ich den was frage? Ja, komm. So, jetzt haben wir hier ein Bett. Kein Ankh bekommen. Ankh? Nee. Ich hab's. Da ist eine Scheiße. Aha. Scheiße. Aha. Scheiße. Nehme ich gar nicht erst mit. Erhöht die Chance. Was? Erhöht die Chance der Entwaffnung. Entwaffnung? Seit wann gibt's denn sowas? Aha. Philipp. Entwaffnung. Eleganter Brief. Aha. Oh, so elegant. So hört sich Gangbang bei Mike Magic an. Gerard, Gratulation zu eurer Beförderung. Nun, da der Bruderschaftsorden von Silver unter eurer Kontrolle ist, werdet ihr größere Freiheiten haben, diejenigen auszusuchen, die nicht hart genug gegen das Böse in Endroth vorgehen. Wir hoffen, euch schließlich bei der Beseitigung derjenigen zu unterstützen, die die Schwächsten bei der Bekämpfung des Bösen sind. Den Iron Fists. Setzt eure Arbeit fort und eure Träume sollen in Erfüllung gehen. Xenophex. Xenophex war, glaube ich, sogar der Teufelskönig oder sowas. Bin mir aber nicht sicher. So. Hier haben wir auch alles. Aber es geht doch weiter. Wir haben noch nicht alles erledigt hier. Wir haben hier nämlich noch einen Raum. Oh, mit Schwertkämpfer. Oh, ich bin vertraut. Oh je. Repariert. Repariert, hey. Hat der keine Verzauberung drauf? Ist aber schwul. Ah. Wow! Hier los gewesen. Repariert. Alles voll auf einmal. Ihr habt schon gesehen, da war die zweite Stufe von den Zauberern am Start. Oh je. Jetzt geht's ab hier, gell? Ah! Der Zauberer ist hier auch gleich um die Ecke. Oh je, jetzt geht's. Jetzt geht's los hier. Boah, die sind alle da, die stehen alle neben uns. Sehr schön. Der nächste bitte. Es war kein Angst dabei. Wow, da ist ja überall was. Wo kommen denn die? Junge, 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 die dreschen aber hier rum. Hey. So, jetzt fallt einfach mal um und haltet die Fresse. Geh mal alle ausrasten. Da ist der. Komm her, Magier. Bist du der Typ, der den Ankh hat? Wenn ja, gib ihn mir sofort. Miau. 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 Der hat auch keinen Ankh. Wie kannst du nur? Ich brauche eine Ankh. So. Ich glaube, die Tür ist wieder zugegangen, als wir die geöffnet haben. Doch nicht. Was ist das für ein Käse? Was ist das denn? Ein richtig Scheißbett. So das Bett darstellen. Free Devil. Ich weiß nicht.
Lähmung heilen. Brauchen wir nicht. Seht ihr? So, was haben wir hier? Die Schädeltür. Ich bin nicht sicher, ob wenn wir wieder zurücklaufen, ob da wieder so eine Horde Spastiker rumlaufen. Oh. Hey. I love you. And I miss you. Wow. Wow, schon viele. Und wieder kaputt. Da kann ich nichts da machen. Da kannst du was machen. Nicht kaputt machen repariert. Lassen. Du. Du. Eigentlich noch. Ich will einfach nur den an. Ich habe irgendwie einen Anfang woanders in Erinnerung eigentlich auch. Oh, ah. Yew. Wow, habt ihr gesehen? Hervorragend getroffen. So viel Damage. Gott, wie viele sind denn da noch? Boah, voll viele von den Roten. Oh. Repariert. Hahaha. Keine Chance gegen mich. Na komm. Lass mich. Bitte töte mich nicht. Als ob da nicht auch noch mehr sind. Töte. Jew. 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 So, ah, da haben wir noch einen Gang. Wir kontrollieren trotzdem mal hier alles durch. Mit der berühmten Leertastentechnik. Hey! Der kommt auf aus dem Nichts zu mir gerannt. Jetzt, tschüss, hey. Ich wollte nur an dir vorbeilaufen, hey. Und dann schauen. Hallo, uiuiuiui. Bisschen viele, ne, meine Freunde. Oh, ich will da nicht zu weit zurück. Wer weiß, was da kommt. So, wir haben die jetzt ein bisschen geschwächt. Vielleicht können wir damit was anfangen. Wieder lacht. Kaputt. Repariert. Hey. So. Wo sind die Leute dahin, ey? Weg mit euch, bitte. Danke, bitte, danke. A. B. Hallo. Yay. So. Yay. Da freut er sich. Den Kriegsherrn. Finde, zerstöre Vorposten, besiege den Kriegsherrn und bringe sie zu Ost. War der Kriegsherr nicht woanders? War das? Wow! Der macht jetzt Nahkampfangriffe anstatt. Normalerweise zaubern die. Das sind normalerweise die stärkste Stufe von den Magiern da. Das wäre normalerweise ein
Hexer. So heißen die. So, der hat den Ankh. Jetzt geben wir die gleich. War. Osric Temper, ja. Vielleicht sollte ich mir die Quests aufsparen und dann mehrere gleichzeitig abgeben oder so. Der Kriegsherr, ich dachte, das sollte der Kriegsherr sein. Dann ist das, was ich sonst in meinem Kopf hatte, was ganz anderes. So, der Ankh ist scheinbar für was anderes. Ist dann wohl für den Osric Temper. So, dann müssen wir irgendwie fix nach Freehaven. Und dann irgendwie fix... Schau mal, wie wir das machen. Wir speichern jetzt einfach mal. Ich will nur kurz was schauen. Brauchst du ein Pferd? Was haben wir für einen Tag? Montag. Brauchst du ein Pferd? Sattel die Pferde. Brauchst du ein Pferd? Brauchst du ein Pferd? Wann bringst du uns ein Pferd? Nach Silver. Jetzt haben wir Montag, 4 Tage. Das könnte eventuell passen. Ich check das jetzt mal kurz ab. Der ist irrsinnig, den kann man brauchen gar nicht mit zum Schlafen legen. Der wird nie wieder mit denen irgendwas passieren. Wie gesagt, irrsinnig. Außer natürlich, er verreckt. Das ist dann was anderes. Aber so Debuffs technisch ist Irrsinn einer der schlimmsten. Und deswegen... wird mit ihm eigentlich nichts mehr geschehen. Ich muss halt immer nur schauen, wo ich für ihn Mana auffrischen kann. Halt! Wer ist da? Herzog Osric Temper, Herr des Westens und oberster Ritter des Reichs. Also doch, dann ist es nicht das. Sag mal. Aber. Ich lade jetzt einfach trotzdem, dass wir hier wieder zurück sind. Ich glaube, das macht dir nichts aus den. Verstehe ich nicht. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Beeilung! Ich habe nicht den ganzen Tag! Nee, keine Ahnung. Ich verstehe das. Ich glaube, das sieht doch gar nicht ich so weiß schlecht nicht. Aus hier. Glück plus 7. Komm bald, Beeilung. Ach, scheiße. Ich habe nicht den ganzen Tag. Nee, Beeilung. Nee, wir haben nicht den ganzen Tag. Danke. Komm bald wieder. Psst. Einsten Waffen der Mann. Boah, hat der schreckliches Zeugs am Start. Best Ball. Ah, da haben wir noch mal. Einsten Waffen der Mann. Best Ball. Die beiden. Wo sind die Rüstungs... der Rüstungstypen da? Typ, so. Als ob die den wieder woanders hingestellt haben. Die Magie der Stärke. Licht. Die Magie des Guten. Tag der Götter habe ich, glaube ich. Magie vertreiben. Ja, ja, okay. Ja, 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 okay, ja, ja, ja. Können wir behilflich sein? Ich könnte deine Dienste gebrauchen. Was Meduse? Eine Medusa. Da ist er. Wie geht's? 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 Bis demnächst. Bis demnächst. Ja, tschüss.
Ja, dann machen wir es doch so, dass wir eventuell da ein wenig... ...was Bestimmtes für uns tun. Wir gehen jetzt ein bisschen ein. Können wir behilflich sein? Ich weiß nicht. Taugst du denn was? Möge das Glück mit dir sein. Hervorragend mit dir sein. Wir gehen jetzt... Wohin gehen wir jetzt? Erfrischen. Ach, lass die Viecher da einfach mal töten. Und zwar mit welche Ohrringen. Oh ne! Hilfe! Shit! Guck mal, die gucken. Nein, ich hab was! Oh je! Yeah. Oh oh! Ja, was ist wohl mit denen geschehen? Warum gucken die so? Gut. Und die können wir so kurz vorm heulen so. Möge das Glück mit die dir. Die waren sein. Beide gelähmt, meine Freunde. Gelähmt. Gelähmt ist ein sehr böser Statuseffekt, dass wir nichts mehr tun können. Und wenn wir nichts mehr tun können, dann können wir auch einfach sterben. Wenn die das ganz zufällig bei jedem machen. Das macht, glaube ich, insbesondere diese Kandidaten hier lähmen. Und da schön darauf achten, dass niemand auf einmal blöd guckt, weil wenn die blöd gucken, dann sind sie gelähmt. Niemals blöd gucken lassen. Noch jemand am Flüchten, oder nicht? Oder habe ich mich da verguckt? Nein! Nein, der hat jetzt EP verloren! Nein! Der hat nur noch ein bisschen mehr. Ha! Haha! Das muss immer mein Stärkste sein. Ich hasse es, hab das immer gehasst, wenn der EP verpasst, was andere... So, weißt du, wisst ihr, wie ich meine? Yeah. So, ich glaube, einmal würde da nochmal lang und dann müssen wir da. Gut, wie viel geben die? 119 Gold dafür, dass sie Abfucker sind. Ja, 150, da geht schon mehr. So wenig geben die dann doch auch nicht. Ich glaube, Amulette geben die auch. Ja, verkaufen. Verkaufen. Das gucken wir uns gar nicht erst an, den anderen. Den Ring, den wir einfach liegen lassen, weil er scheiße ist. Schön. Was ist mit dem los? Ach so, ja, Schwäche. Kackdings da. Wenn Eile vorübergehen. Guckt der, wie der guckt. Nochmal so ein paar Typen. Hallo? Hallo, was bist du denn für einer? Oje. Oje. Ja, was wollt. Nicht euer Ernst. Ja! Oh ne, da kommt wieder so ein Goldener. Plätschert's gleich, weil er bestimmt ins Wasser fällt. Nein. Der
kein Mana. Nein! Ah, okay, die hat noch Mana. Deswegen können wir das Ganze auch heilen. Wo ist denn das? Wieder die Augen. Ich bin gelähmt. Hilfe. Hat auch kein Mana mehr. Das heißt, ich kann mit denen auch nicht fliegen, oder? Ich kann nicht fliegen, fliegen, Du bleibst stehen, Freundchen. Erstmal frech hier rummucken und dann... Ich wollte gerade sagen, lebt er noch oder was? So süß ist alles, was ich habe. Lehrer. Lehrer haben wir ja, gell? Ja. Three Nyron könnten wir eigentlich mal, oder? Na bitte, vielleicht das nächste Mal. Na vielleicht das nächste. 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 Na. Ich glaube, mach dir nichts aus den Haaren. So, wir haben hier auf jeden Fall, können wir sehr viel tun. Zu Dungeon technisch haben wir noch zwei Stück, die wir machen können. Da liegt ja noch eine Rüstung rum. Ach, egal. Können wir behilflich sein? Bam, das Glück mit dir. Bam, 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 bam. So, wir suchen jetzt hier ein bisschen die Gegend ab. Warum fällst du jetzt runter, du Vogel? Oh, guck mal, hier haben wir ein Schwert. Vielleicht ist da was Tolles. Das ist sogar das Stärkste. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Können wir dann bald erkennen gehen. So, hier ist dieser Steinmonolith. Donnerstag, 18. Dezember. Ich glaube nicht, dass das einer dieser... Warte mal, ist es in der Quest drin beschrieben, wann wir da hin müssen? Weil ich glaube, an dem Dezember, nördlich von Zirko zur Sonnenwende oder zu Tag- und Nachtgleiche. Ja, du Idiot, dann sag mir, wann es ist. Oh, da ist nochmal so ein Schwert. Oh. Aber die sind, glaube ich, immer unverzaubert, leider. Wow! Was ist das denn? Die ist irrsinnig! Freut mich, dich zu sehen. Ja, können wir gleich mal alle irrsinnig machen, dann will ich schon aussehen wie die. Bäh! Was geht bei dem? Bäh! Was hat der für eine ekelhafte Zunge? Willkommen, das sieht ja süd in. Oh nein! Ich hätte. Was ist heute für ein Tag? Donnerstag, kann ich da immer hin? Wenn ich alle irrsinnig mache, dann können die mich gar nicht leben. Was haben wir hier? Ach, das ist so ein Altar. Du betest am Schrei. Wow. Hier haben wir ein paar Türen. Sollen wir die nehmen einfach gut? Ich hab's. Wow. Ja. Wohin? So. Ich weiß es nicht. Dann haben wir gleich mal ab hier. Bitch, 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 bitch. Macht sie immer. Bitch, 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 bitch. Die schießen hier wie wild um sich. Hier war auch irgendwas Verwirrendes, das sich so weggeportet hat oder sowas. So, jetzt gehen wir mal kurz. Hier gibt es noch zwei Dungeons. Die decken wir mal kurz auf. Hier haben wir eins. Ich glaube, da ist der Kriegsherr drin. War das hier? Oh. Festung des Kriegsherrn. Schön, dass der andere Typ aufkriegt. Das war bestimmt wieder so ein Fehler von den Entwicklern, weil die sind ja ein bisschen dumm. Oder aber immer sehr oft sehr viele Bugs reingehauen.
So, das ist der andere Dungeon da gleich hinten. Da werden wir dann, glaube ich, als... Ja, ja, ist das nicht schön, wie die immer drauf reagieren. Oh. So sind die Kandidaten halt. So, wir gehen jetzt einfach kurz heilen. Und dann... Können wir behilflich sein? War's das für heute. So, Freunde. Wir speichern. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Ciao.